Ja, wir stehen hier beim Grab von Hans Igler. Hans Igler, ein sehr bürgerlicher Präsident der Wiener, 1920 bis 2010, ist 1954 zum Präsidenten der Wiener gewählt worden, war damals 34 Jahre alt, Präsident der Industriellen Vereinigung zwischen 1972 und 1980, davor wirtschaftspolitischer Berater von Bundeskanzler Julius Raab. Und hatte natürlich auch einen sehr großen Anteil am Meistertitel 1955, was die Weichenstellungen innerhalb des Vereins betroffen hat. Es gibt eine sehr schöne Festschrift, 60 Jahre Wiener, 1954 klarerweise erschienen, ist in der Nationalbibliothek zu bewundern und trägt eine Widmung vom Präsident Igler und die Unterschriften der damals noch lebenden Wiener Legenden aus dem Wunderteam. Fritz Gschweidl, Peppi Blum und andere große Namen, Rudi Röckel aus der späteren Zeit, ist mit sehr vielen Bildern ausgestattet, sehr schön zu lesen, kann ich nur empfehlen als Lektüre. Oder vielleicht kann man das eine oder andere Exemplar auch beim Flohmarkt irgendwo ergattern oder im Internet wo ersteigern.